Nun soll doch noch Wahlkampf geführt werden. Kurz vor der Wahl, das interessiert statistisch jeden Zweiten. Die Wahlen sind noch nicht entschieden. Alle werden verlieren. Es kommt aber darauf an, welche Partei so viel verliert, dass sie als Mehrheitsbeschaffer unbedingt gebraucht wird. Interessant ist auch, der Chef der Arbeitsamtagentur schätzt, es wird weniger als 4 Millionen Arbeitslose geben. Steinmeier will 4 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Da kann man sich ausrechnen, die Leute werden nicht ausreichen, um die Stellen zu besetzen. Hier kann Angela Merkel einhaken und versprechen, die nötigen Arbeitslosen bereitzustellen. Morgen geht's weiter.